Caradins Kreuzung. Unglaublich, dass Belen diesen Ort tatsächlich gefunden hat. Das hier war einst eine der größten Kreuzungen des Alten Reichs. Von hier aus kam man überall hin, auch zum Ortenteig. Und da müssten wir ja auch noch wegen Ort dahin, ne? Was ist so wichtig am Ortenteig? Er ist das Zuhause von Caradin, dem Paragon, der den Amboss hergestellt hat. Bevor er sein eigenes Haus gegründet hat, war er ein Orten. Und er hat auch später einen Großteil seiner Zeit in ihrem Teig verbracht. Branka war der Meinung, dort hätten sie die größten Chancen, den Amboss zu finden. Also wisst ihr, wo wir von hier aus hin müssen? Ei, Branka hat Karten des Alten Reichs gefunden. Hier ist so viel eingestürzt, dass es nicht ganz einfach ist. Aber ich würde sagen, wir sind auf dem richtigen Weg zum Ortenteig. Sehr gut, gehen wir. Ich warte seit 2 verdammten Jahren darauf, dass jemand das sagt. Gut, Gebiet freigeschaltet, Caradins Kreuzung. Kann ich die Wegmarkierung für irgendwas benutzen? Nee. So, wer seid denn ihr? Lohnschläger, Elfensöldner, Lohnschläger. Na gut. Nun, wen haben wir denn hier? Ein paar von Belens neuen Speichelleckern. Zeigen wir ihnen, wer König ist. Okay, das heißt... Ja, doch. So. Nun. Na komm. Nicht auf Liliana bitte, auch wenn du sie nicht leiden kannst. So. Das müsste alle betreffen. Nicht verausgaben. Du zauberst nicht. Warum nicht? Und dir geht auf mich bitte. So, und jetzt du. Löscht sie auf. There we go, das ist das Level up. Und der letzte. Okay, was das? Das war's. Rundumschlag nimmt man. So, von hier kamen wir. Perfekt. So, Liliana, Level up. Und ein bisschen Willenskraft. So, du hast noch eine Spezialisierung bekommen auf Level 21. Dann. Plus 2 Geschicklichkeit, plus... Ich meine, die Skills sind alle nicht so pralle, die wir von beiden kriegen. Für einen Ranger. Trefferchance. Nehmen wir den Assassinen. So, Mal des Todes. Ich meine, Schwäche nutzen wäre nicht so wirklich... Ne, es bringt auch nichts für einen. Zerfleischen. Ist auch hinterhältliche Angriffe. Ist alles hinterhältliche Angriffe, bringt alles nichts. Duelland. Starke Verteidigung. Ich meine, das ist einfach nur ein Bonus. Ich meine, das macht immerhin etwas. Gestörtes Gleichgewicht. Das bringt nicht wirklich was. Starke Verteidigung. Weil, warum nicht? Exakter Schlag. Ich meine, die Passiven sind ganz nett. Aber jetzt erstmal Meisterbogenschütze. Huch. Achso, ich hab... ja. Ihr könnt mich um alles bitten. So, das heißt jetzt... Halt, das waren die Falschen. Das war auch das Falsche. Achso, hier, genau, den weiten Blick wollte ich dir geben. Achso, ja, und die hier... Die kannst du nicht ausrüsten, aber hattest du halt schon ausgerüstet, dass du die Stärke verloren hast. Man verliert die witzigerweise nicht. So, dann jetzt der weite Blick. Plus 5% kritische Trefferchance. Und ja, auch wenn du schon schnelles Ziehen von denen hier hast. Wobei. Exakt schnelles Ziehen hat sie ja schon durch die Handschuhe. Ich glaube, plus 4 Angriff ist besser als plus 2 Schaden. Plus die Crit-Chance.
Machen wir mal das hier. Wir behalten mal Faludins Einfluss, bis wir bessere Handschuhe als die Spannhandschuhe kriegen. Falls sie noch irgendwas machen, was Batzengeschicklichkeit oder sowas gibt. So, dann bitte wieder präzises. Dann bitte wieder zielen an. Defensiver Schuss. Ja, schließt sich aus. Aber gern. So, schneller Schuss brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Wir könnten mal den hier holen. So. Und dann... Du hast noch was dabei. So, machen wir hier wieder eine Aufnahmepause. Man sieht sich gleich unter der nächsten Folge. Da sind wir wieder bei Dragon Age Origins und jetzt werden die tiefen Wege erkundet. Und das meine ich nicht so wie in diesem einen Bordell in Dragon Age 2, wird der Herzwerk. Ich schwöre euch, ich könnte Dinge mit euch machen. Igitt, jetzt bedrängt es mich schon wieder. Oh, habe ich das gerade laut gesagt? Ja, von diesen Konversationen werden wir jetzt noch einige hören. Stellt euch schon mal drauf ein. Sehr schön. Betrachtet es als erledigt. Langbogen der dunklen Brut. Granat. Also bedenkt man, wie wenig ich für die Elfenwurzeln bekommen habe und die Elfenwurzeln generell als die beste Möglichkeit zum XP-Farm gelten, glaube ich, ich verscherbel meine ganzen Edelsteine einfach. Das macht mehr Sinn. Und das sieht nach dem richtigen Weg aus. Sehr schön. Zumindest ein Haufen Gegner vor uns. Na, ich erkenne es hier nicht richtig, aber ich glaube, da geht es ordentlich weiter. Okay. Gehen wir erstmal den anderen Weg ab. Ich meine, da vorne war nämlich irgendwo was eingestürzt, weswegen man nicht weiterkam. Ah ja, genau hier. Aber hier geht's noch weiter. War das hier die direkte Umgehung von dem Ding oder war das hier der falsche Weg? Ne, ich glaube, das hier war die direkte Umgehung. Okay, dann... Nochmal Rückzug. Ja, will halt nichts verpassen, ne? Man kennt's. So, hier durch. Hier rum. Ich höre. Ja, genau. Dunkle Brut. Hey, 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 hey. Ups, halt das Geld. Nice one, Ogryn. Oh, Ogryn, hast du irgendeine blöde Taktik? Nee. Dann ist alles gut. Ist noch du. Oh, da sind noch zwei Schützen hergekommen. Versuch's doch. Ah, zu viele Nahkämpfer. Ja, viel Spaß bei dem Versuch, Kumpel. Kleiner Tipp, wird nichts bringen. Also zusammen mit dem Bären haben wir halt echt genug Nahkämpfer. Also ich meine, Zephyrin ist eine andere Story. Aber so gerne ich mal diversere Gruppen mitnehmen würde, es geht halt einfach nicht. Ich brauche einen Magier. Ich brauche Liliana einfach wegen Schlösserknacken. Und dadurch sie den Bären beschwören kann. Ist praktisch jeder andere Nahkämpfer obsolet, weil ich bin der Main-Tank. Ich kann abartigst viel tanken. Das heißt, wir brauchen keinen weiteren außer mir. Ja, eine Sprengfalle. Und eine Solo-Frontline zu haben, ist einfach so viel effizienter DPS. Technisch, weil man halt nicht 10-mal neben da rumlaufen muss. Aber gleichzeitig habe ich nur 3 Range-Charaktere. Ich meine, natürlich kann ich Zephyrin einen Bogen geben. Natürlich kann ich. So, Gruppenheilung. Natürlich kann ich Alistair die Armbrust in die Hand drücken. Aber die haben halt nicht die Skills, um damit effizient zu sein. Und die haben halt auch nicht von vornherein. Und die haben halt von vornherein schon so weit geskillt, dass denen Range-Skills zu geben halt bildtechnisch gewastet werden. Das war auch so ein bisschen, das ist halt so ein bisschen schade. In Dragon Age 2, da hast du keine Probleme mehr mit mehreren Melees. Weil da das Anvisieren besser ist. Aber hier? Wer die Spinne ranged, dann ging's. Aber die Spinne ist halt auch Melee.
Und ich wäre dämlich, würde ich nicht einfach ein fünftes Gruppenmitglied for free nehmen. Vielleicht, wenn ich statt dem Bären was anderes hole. Ich glaube, der Wolf macht mehr Damage als der Bär. Such mal das mal. Weil der ist kleiner. So, hallo Verderbnis, Wolf. Mal gucken, ob es mit dem ein bisschen angenehmer ist. Zumindest, wie lange wir Orkan dabei haben. So, da geht's ganz schön weit runter. Okay. Gut, aber doch, dass ihr die halten. Aber meint, da hinten geht's weiter. Oh. Ihr habt noch Zeug gedroppt. Gebt mir all euer Geld, das ihr aus irgendeinem Grund habt. Wie ihr meint. Betrachtet es als erledigt. Und nein, also die Dragon Age Lore nicht kennen. Brief eines Paragon Eduken an seine Ehefrau. Okay. Was wollte ich gerade sagen? Ach so. Dunkle Brut war nicht mal eine andere Rasse und wurde dann verderbt. Also technisch gesehen schon. Aber es ist nicht so, dass jetzt dieser Genlock, der Geld dabei hatte, mal an einem Punkt ein Zwerg war und deswegen noch von damals Geld dabei hatte. Der war immer ein Genlock. Das, was ihn erschaffen hat, war mal ein Zwerg. Oh, ein Herlock Alpha, der direkt vor uns keinen Gruppen mehr hat, die er benutzen könnte. Und der Wolf löst das Tellereisen nicht aus. Auch interessant. Das ist sehr interessant. Okay, da stehen ein Haufen Leute. Dann geben wir denen noch mal einen mit. Und wer greift Liliana? Ich bin bereit. Ich glaub's hackt. So, wie sieht's da hinten mit denen aus? Lebt da noch was? Okay, das kann Orkan übernehmen. Spawn da einfach Schützen hinter uns, ich glaub's hackt. Ich frag ihn noch, hä, wovon kriegt Liliana Damage? Jetzt wissen wir woher. So, komm her. So, und jetzt sind da hinter uns noch die Schützen. Beeilung! Den geben wir doch gerade mal nochmal einen mit. Ich bin soweit. Das hat gedauert. War's das? Na, fast. So, jetzt war's das. Okay, das waren alle. Ich werde es tun. Spawnen hier einfach hinter uns. Keine Manieren, die Leute. Sehr schlimm. Wird erledigt. So, Zeit, eine Milliarde Tellereisen zu entschärfen. Wie ihr meint. So, eins. Was auch immer ihr wünscht. Zwei. Drei. Mhm. Noch eins. War's das? Scheint's gewesen zu sein. Okay. Aber gegnertechnisch war es das wohl nicht. Oh, das ist ein Ogre. Der aber irgendwie keinen Bock hat. Okay, nehme ich. Gib den da hinten mal einen mit. Ah, jetzt kommt er. Der hat sich Zeit gelassen. Bis der da ist, sind alle schon tot. Schalt ihr mal kurz noch den da hinten aus, damit der uns nicht nervt. Und ich kümmere mich um den Großen. So, komm her. Ich sagte, komm her. Ja, und weg ist er, so schnell geht's. Ja, wie gesagt, Ogre waren mal eine Bedrohung. Und das war's. Genlock. Gebt mir all euer Geld. Das müllt nämlich nicht mein Inventar voll, im Gegensatz zu dem anderen Schrott, den ich erst verkaufen muss. Oh, Streithammer der dunklen Brut. Der ist neu. Aber wahrscheinlich auch deutlich schlechter, als das immer ich auch drin gegeben habe. Ja. Überraschung. Der Nackmalmer, glaube ich. Ich glaube, das geht noch eine Menge Wasser neckern oder etwas besser als den Nackmalmer finden. Da habe ich eigentlich mal auch ein bisschen Accessories für dich. Plus 1 Klugheit. Ich meine, might as well.
bis ich was Besseres finde. So, und die andere Kiste? Wie ihr meint. Streitkolben der dunklen Brut. Ich meine, hätte das ganze dunkle Brutzeug richtig geile Werte, dann würde das ja den Geschicklichkeitsverlust irgendwo rechtfertigen. Aber hat's ja nicht. Das ist 0815 hier und ich höre Kreischer. Ja. Das war so klar. Wie wär's damit? Ah. Immer noch am Kreischen? Nein, ihr werdet tot sein. Ach so. So, und der letzte. Das ist deine Strafe. Okay, noch irgendjemand, der mich hier davon überzeugen will, dass sein Leben überflüssig ist? Nein? Waren das jetzt alle? Scheinen alle gewesen zu sein. Oh, nevermind, hier geht's weiter. Aber der andere war doch die Umgehung, oder? Es sind beides Umgehungswege. Was auch okay wäre, weil jetzt sind wir inzwischen so weit vorne, dass wir nicht mehr im Kreis gehen müssen, wenn wir... Dass im Kreis gehen actually angenehmer wäre. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ist ja ein ganz anderer Weg. Da geht's. In die tiefen Wege. Hier ist eine Statue. Und da ist ein Pronto. Wie ihr meint. Nein, ich mache jetzt keinen Witz von wegen Pronto. Ich werde es. Irgendjemand anderes würde das vielleicht machen, aber ich nicht. Ich meine, ich habe trotzdem daran gedacht, ansonsten hätte ich das momentan nicht machen können, was an sich schon auch nicht besonders toll ist, weil es halt eben auch zeigt, dass mein Gehirn dämlich genug ist, diese Verbindung herzustellen. Aber wenigstens führe ich den Gedanken nicht zu Ende und das ist auch was wert, schätze ich. Ist das hier einfach eine Riesenabkürzung gewesen gerade? Oder ist das ein Weg, um zurückzukommen? Für den Fall, dass ich hier nicht den ganzen Weg zurücklaufen will. Wir haben sowohl nach unten als auch nach vorne massig dunkle Brut. Also gehen wir nach vorne, schätze ich mal. Da ist ein Fass. Ich versuche gnädig zu sein. Das ist leer. Okay. Gut, dann bitte alle auf den Gesandten. Und du gibst uns mal, mit uns meine ich denen, aber in Konsequenz auch uns, weil du uns auch treffen wirst, aber das ist an dem Punkt jetzt mal egal. Na komm. Ha. So. So, warte mal kurz, bis der Feuerball eingeschlagen hat. Perfekt. Sehr schön. Komm, hau ab. So, Gesandte ist weg. Sehr gut, Ogrin. Nächster Genlock. Na komm. Halt uns bitte mal. Oh, da ist noch ein Pronto da vorne. Warte. Wieso schießt die Ballista in die Richtung? Da ist nichts, Kumpel. Holy cow, der Kriegsschrei hat Range. Hab ich... Wow. Das war eine Menge Range. Dauert nur ein. Sehr schön. Nicht umhauen? Nee. Wäre auch irgendwie komisch. So, Ocken bräuchte doch mal deine Hilfe, Morrigan. Ich bin bereit. So, und jetzt die Schützen da hinten. Kann ich eigentlich? Mal ansatzweise. So, auf den Boden mit euch. AOE umhauen ist halt so ein geiler Skill. So, jetzt müsste hier aber eine Sackgasse sein. Beziehungsweise, genau, hier komme ich jetzt wieder da oben durch. Also, okay, das heißt, ich einfach ein alternativer Weg. Da schau her. Morgen hat wieder diese komische blaue Aura, von der ich nicht weiß, wo die herkommt. So, ich renne jetzt mal nicht zurück, weil ich hier gleich sowieso zurücklaufen dann alles loote, deswegen
Müssen wir das jetzt gerade mal noch nicht machen. Aber ich könnte das ja mal anmachen, fällt mir gerade mal so ein. Diesen Skill vergesse ich so wie irgendwie immer. Oh, Tiefenlauerer. Wie ihr meint. Immer mal eine Abwechslung. Really? So. Alle auf einmal, dann können wir wenigstens schnell erledigen. Morrigan, gib uns doch mal so ein. Und wir machen es dann so. Ah, lebt noch alle, aber nicht mehr lange. Sind alle in One-Hit-Range jetzt. Ja, die Geräusche von denen, da bauen wir wieder. Die stacken halt auch. Und wie gesagt, für euch sind die wesentlich leiser als für mich. Aber ich kann es halt nicht runterregeln. Und wenn ich die runterregeln würde, auch die Dialoglautstärke runtergeht. So, Karte sagt, hier ist Sackgasse. Und da ist ein Runenstein. Hier geht's nicht weiter. Und da auch nicht. Perfekt. Okay, dann jetzt noch kurz nach oben. Und da alles mitgenommen. Es ist so nervig. Ihr solltet jetzt vorsichtig sein. Das Spiel geht offensichtlich nicht davon aus, dass ich hier in diese Richtung durchgelaufen komme. Was ein bisschen witzig ist. Aber ich beklag mich nicht. Machen wir uns die Hände. So, komm her. Schmutzig. Feuer hat alles getroffen. Perfekt, Morrigan. Guter Schuss. Jetzt du. Waren alle? Scheinen alle gewesen zu sein. Looten muss ich ja nicht, weil Tiefenlaurerleder gab es in Dragon Age Origins, glaube ich, noch nicht. Das kam erst in Dragon Age Inquisition. So, und weg mit dir. Nice. Kleiner, blutiger Sack. Mit einem Kopf in einem Sack. Der Kopf einer dämonischen Kreatur befindet sich in diesem Sack. Jetzt habe ich viel auf das Wort Sack gesagt. Aber hier ist eine Truhe, die Lilana knacken kann. Großschwert aus rotem Stahl. War sicher an irgendeinem Punkt mal ein guter Drop. Noch mehr. Wie ihr meint. Jetzt sag. Okay, erstmal alle auf dem Boden. Danke. So, und jetzt nacheinander. So viele wie es gehen auf mich, bitte. Das heißt im besten Fall alle. So, jetzt du. Nächster. Oh, das ist ein größerer. Oder? Nee, das sieht nur so der. Nee, der sieht nur so aus, weil er auf einer höheren Position steht. Never mind. Genauso mickrig wie alle anderen. Okay, das heißt, ich habe beim Umgehen die Wahl zwischen Tiefenlauerern und Dunkler Brut. Wobei ich nicht weiß, ob ich mich für eins von beiden entscheiden sollte, ob ich einfach beide haben kann. Man will ja den Loot, ne? Geld sagt 246. Hier, also an meinem Geld sieht man halt so richtig, wie, was für einen Unterschied Sidequests machen. Ich habe im ersten Run auf dem Kanal keine Sidequests gemacht und war permanent abgebrannt. War in Dragon Age Origins kein Problem, hatten mich in Dragon Age Awakening in den Arsch gebissen. Gut, aber woher soll ich auch wissen, dass ich 130 Goldmünzen da brauche? Naja, was soll's. So. Okay, haben wir die Seite auch abgeschlossen, dann können wir jetzt ja zurückgehen und den ganzen Loot, mit dem wir liegen lassen haben. Wie sieht's denn level-up-technisch eigentlich bei euch aus? Wohin soll es gehen? Ah, demnächst. So. Dann, also was haben wir hier alles? Wir haben einen Genlock, wir haben einen Genlock. Ist in die Richtung eigentlich auch ein Weg? Achso, da geht's weiter. Tellereisen. Ihr könnt mich um alles bitten. Ja, ich bitte dich gerade darum, Fallen zu entschärfen.
Achso, halt, warte, und die Truhe hier kannst du auch noch gleich noch machen. Ein Totem, das war, glaube ich, für Alistair. Genlock. Betrachtet das als erledigt. Okay, aber da vorne ging es auch noch weiter, ne? Ja, genau, hier ging es lang. Wo geht's denn hier lang? Gesandter, irgendwas Interessantes? Geld. Ich meine, ist technisch gesehen das Interessanteste, weil, wie schon erörtert, Geld müllt nicht das Inventar zu. Okay, was haben wir jetzt hier in dem Weg? Ist das schon wieder sowas, wo ich zwei Optionen habe? Wird erledigt. Scheint so, weil das ist keine Sackgasse. Aber das da unten ist auch keine Sackgasse, das ist alles voller dunkler Brut. Ihr könnt mich nicht verletzen, selbst wenn ihr es wolltet, Hexe. Ist euch das klar? Ach nein. Zwergen sind unempfindlich gegen Magie, Weib. Ihr könnt mir nichts anhaben. Nichts? Kann ich euch etwa nicht in die edelsten Teile treten? Autsch! Wollt ihr es mal sehen? Nicht nötig. Nun, mein Angebot steht. noch eine Abzweigung. Das sieht nach dem richtigen Weg aus. Der Ortenteig. Weit kann es nicht mehr sein. Okay, also sind wir auf dem falschen Weg, gut zu wissen. Dann gehe ich erstmal hier lang. Hier rüber. Ich sehe einen Haufen Gegner. Tiefenlaurer oder dunkle Brut? Sieht nach Tiefenlaurern aus. Ne, dunkle Brut. Direkt vor uns. Hallo? Ist in den Boden geglitscht oder was? Ich kann die irgendwie nicht anwählen. Vielleicht von hier? Ah, hier. So. Hab mich schon gewundert. Ihr könnt weglaufen, so viel ihr wollt, es bringt am Ende doch nichts. Ah, doch, Tiefenlaura, hab mich schon gewundert. Wenn dir so viele hier rumliegen, wahrscheinlich Herden die dunkle Brut, die hier, weil, naja. Irgendwas musst du ja fressen, ne? Und so wie das hier aussieht, sind Tiefenlaura da wohl eine ganz valide Option für die dunkle Brut. Kleiner blutiger Sack. Rumpf in einem Sack. Neue Quest zerschnitten. Du hast die Überreste einer Kreatur des Nichts gefunden, die sich möglicherweise selbst verstümmelt hat. Die Notizen deuten darauf hin, dass die Tat nahe von Caridins Kreuzung in den tiefen Wegen vollbracht wurde. Jetzt müssen wir alle Wege abgehen. Sehr schön. Halt. Ich werde es tun. Hier wird schon mitgenommen. Na komm. Looten. Psst. Da war ich neben im Spiel mit dem Mauszeiger. Erledigt. So, gib her. Okay. Jetzt aber Tiefenlaura. Komm her. Jetzt ihr. Warte, mach mal kurz so. So. Kurz was ab. Wo ist denn der Wolf? Da. Schützt unsere Flanke. Alles gut. Da kannst du mal schön weitermachen mit. Gehst nicht auf Liliana, bitte. Danke. Okay, nächste Fuhre. Alle herkommen. Wolf schützt die Backline. Und Orklund eigentlich auch mal. Während ich hier vorne auf alle anderen gehe. Oh, Stun wollt ihr mich, hä? Das kann ich auch. So, wie gefällt euch das, hä? Dachte ich mir. Ich meine, es ist eigentlich ja ein bisschen over the top, weil ich meinen Schaden machen will. Halt. Aber hey. Wie gesagt, entscheidend ist dann, wie es nachher beim Bossfight aussieht. Weil von allen vier Main-Story-Quests
würde ich behaupten, haben die tiefen Wege den schwersten Hauptboss, den schwersten Endboss, beziehungsweise sogar zwei Endbosse. Wenn ihr den vergleicht, im Turm des Zirkels hatten wir zwar einen Endboss, aber da war es mehr, aber da muss man mehr das Gimmick kennen, als dass der schwer war. Dann in Redcliff gab es nicht wirklich einen Endboss. Ich meine, klar, wir hatten den Fight gegen Tigen. Der war schon schwieriger als alles davor. Aber es war jetzt auch nicht wirklich ein Endboss. Dann im Brasilienwald hätte es einen geben können, wenn wir entschieden hätten, gegen Schattenreißer oder gegen die Elfen vorzugehen. Aber wir haben die diplomatische Route genommen, also wieder kein Endboss. Das heißt, dass das am nächsten zu einem Endboss kommt, abgesehen dann nachher vom Endgame, also was halt von den vier Hauptstory-Quests am nächsten an einem Endboss ist, ist das hier. Gut, und der Drache in der Redcliff-Quest, stimmt, den gab's auch noch, aber der war ja auch optional, der Drachenfight, der war ja auch optional. Gut, wir haben ihn hier schon gemacht und geschafft, weil ich die Drago schuppen wollte für die Drago-Rüstung. Also die Drachenknochen-Rüstung, aber es war, wie gesagt, das war ein optionaler Boss, genau wie Flemmel auch ein optionaler Boss war. Jetzt hier, das ist der erste wirklich richtig Mandatory-Boss. Und deswegen finde ich, macht es einfach narrativ technisch am meisten Sinn, wenn man den als letztes macht. So, dann geht es da wahrscheinlich zum Ortenteig, da unten die Abzweigung. Das heißt, wir gehen jetzt den Weg nach hinten und dann müssten wir hier wieder rauskommen. Kreischer. Hinter uns noch einer oder nur der hier? Nur der hier, okay. Ah, there we go. Drum, einer wäre ein bisschen wenig gewesen. So, kommt her. Jetzt du. Okay. Hier unten ist eine Sackgasse mit ein bisschen Loot. Hier ist. Oh, hey, ein Ogre Alpha. Oh. Der könnte actually nochmal was werden. Was Interessantes. Dann gehen wir mal sicher, dass der weiß, was sein Ziel ist. So, wir gehen hinter ihn, damit er in meine Richtung guckt, wenn er chargen sollte. Gerade sage ich es noch. So. Jetzt komm her. Interessiert dich das hier? Nein? Okay, interessiert dich das hier? Die Ogre-Kill-Animationen im Melee sind geil und ich versau's, weil ich aus dem Bild klicke wie so ein Vollidiot. Naja, anyway. So, ja, hier geht's weiter. Machen wir den hier mal wieder an. Nur sicherheitshalber. Wobei ich bezweifle, dass noch irgendwas kommt, was ein Ogre-Alpha übertrifft. Oh, das ist ein Gesandter. Okay, wenn du mich nicht durchlassen willst, mach mal halt das hier. Tut den Job auch. Bleibst du unten? Kommst du bitte mal von da hinten vor? Dieses Anti-Heal-Scheißdreck, ne? Ach nee. Das war der Skill. Das macht jetzt nicht wirklich was. Ich meine, ich nehm's, aber. Das ist sowieso so ein weirder Debuff. Jeder Angriff ist ein garantierter kritischer Treffer, aber kritische Treffer verursachen nur normalen Schaden. Und weil es keinen Skill der gibt, der damit interagiert, dass ich einen kritischen Treffer lande, der Oberflächlergriff. Der Griff von des hochwertigen Elfenschwertes. Eine unfertige Inschrift leuchtet schwach, ob des verwendeten Lyriums, bleibt aber unleserlich. Okay. Jetzt wir brauchen eine Truhe. Er war auch für irgendwas, aber ich hab vergessen, was. Wird erledigt. Wo
Feuerblitze. Okay, war's das? Scheint's gewesen zu sein. Okay, gab's hier irgendeinen Punkt, den wir noch nicht abgegangen sind? Ich wüsste nicht wo. Ich könnte mal hier noch zu dem Ausgang gehen und der Probe halber checken, wo wir da dann theoretisch hin könnten. Der Ortenteig-Ausgang ist ja ein anderes, haben wir schon festgestellt. Ist das jetzt einfach nur ein generischer Ausgang? Oder geht's hier auch wohin? Ne, nur ein generischer Ausgang. Dann nutzen wir gerade mal die Gelegenheit und müllen das Inventar ein bisschen aus. Also, sobald wir in dem Ortenteig sind, werden wir nicht mehr dazu kommen, Zeug zu verkaufen. Und ich weiß nicht, wie viel wir da alles mitnehmen werden. Habt ihr mein Mittagessen gesehen? Ein Stück Flechtenbrot mit einer Scheibe altem Käse und getrockneten Fleischfransen? Ich frage nur, weil man ja nie weiß, ob nicht jemand Hunger bekommt. Ich will lieber deine Waren sehen. Genau. Die beste überhaupt, wisst ihr? Ich bearbeite das Erz nämlich selbst. So, hast du irgendwann gerestockt? Hast du irgendwas Neues? Lebensbänder. Der ist... Holy cow, der ist gut. Kostet 87 Gold, aber... Der ist gut. Ich glaub, den gönne ich mir. Da werde ich halt noch tankiger. So, Säurefläschchen kann weg. Seelenfresserbeschichtung, Säurebeschichtung, Schlangengift, Todeswurzelextrakt, Schmierfalle, Feuerblitz, Geistscherbe, Froststein, Lyriumstaub, Giftextrakt, Großschwert, Langschwert, Streitkolben, Streithammer, dich behalte ich mal noch. Weg, weg. Die Bolzen können weg. Die überschüssigen Pfeile können weg. So, das war der Billo-Zauberstab, den Morrigan hatte, ne? Ja, der kann weg. Nietenbesetzter Helm, Helm der Tiefe. Wie ist eigentlich mit Ockeren? Achso, weil der hatte den Gegenstandsset mit dem Moloch-Helm, ja. Die schwarzen Handsachen? Geistschaden. Naja, kann eigentlich weg. Sturmkrallen ist Elektrizitätsschaden, das behalte ich mal. Handschuhe der Gewissenhaftigkeit. Das Gewissenhaftigkeits-Set gab es auch irgendwo. Hab ich das schon mal gesehen gehabt? Auf jeden Fall kann das hier weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Ich behalte ich mal noch. Weg. Hier genau, Rüstung der Gewissenhaftigkeit. Habe ich auch die Stiefel der Gewissenhaftigkeit? Nee. Ah, wo gab's die? Ich behalte es mal noch. Weg, weg, weg. So, Zeug und Gedöns. So, Edelsteine. 3 Diamanten. Rubin. Smaragd. Saphir. Topaz. Amethyst. Malachit. Flussbad. Granat. Bergkristall. Bergkristall. Jade. Jade, private Dokumente, von mir aus. So, fehlerhafter Kristall, abgesplitterter Kristall, die brauchen wir alle nicht. So, schon mal Platz im Inventar. Zeit, den OP-Ring auszurüsten. Der ist halt einfach so viel besser wie der Feuerring. So, bumm. Mehr HP, mehr Gesundheitsregeneration. 3 Rüstungen nochmal extra drauf, weil ich hatte ja noch nicht genug. Und 20% mehr Heilung durch Morrigan Wynn und Dingens hier. Meinen eigenen Plünderer-Skill.
Okay. Wie gesagt, unser Threshold ist ja 130. Solange wir über 130 Gold bleiben, ist alles Gucci. Wir könnten eigentlich auch drunter gehen, weil ich krieg ja in Awakening auch noch Geld. Eigentlich will ich wieder auch Sachen kaufen, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. So, jetzt ist das Problem. Bin ich hier jetzt wieder am Anfang, wenn ich hier jetzt ankomme? Yep. Da setzen wir einen Cut für euch, dass ihr euch das nicht nochmal angucken müsst.